Herzlich willkommen zu meinem Vorbeugenprogramm für Anfänger. Setz dich gleich zu Beginn in den Schneidersitz mit dem linken Bein zuerst vorne. Die Hände auf deine Knie. Und eine wichtige Sache vorweg, bei den Vorbeugen geht es darum, dass du wirklich deinen Rücken gerade hältst. Das heißt, wenn wir in eine Vorbeuge gehen, stellen wir uns vor, dass wir hinten die Rückenmuskulatur zusammenziehen. Dadurch bekommt dein Rücken mehr eine bessere gerade Position und damit schonst du auch deine Bandscheiben. Bevor wir aber beginnen mit unserem Warm-up, schließ zunächst einmal deine Augen und komme hier an. Atme ein paar Mal durch deine Nase ein und aus. Und jedes Mal, wenn du ausatmest, versuchst du deine Sitzknochen ganz bewusst in Richtung Matte sinken zu lassen. Entspann deine Schultern und verlängere deine Wirbelsäule. Dann öffne langsam wieder deine Augen. Beginne deine Schultern zu kreisen. Und lass die Kreise immer größer werden, indem du mehr und mehr deine Arme beugst und langsam deine Fingerspitzen auf deine Schultern draufsetzt und große Kreise mit deinen Ellbogen zeichnest. Wechsel die Richtung und kreise in die andere Richtung. Deine Atmung fließt dabei ganz ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Dann setz deine Hände wieder ab, stütz dich seitlich mit deinen Fingerspitzen oder mit deinen flachen Handflächen am Boden ab. Atme ein, wachse nach oben. Mit dem nächsten Ausatmen beug deinen Oberkörper leicht nach vorne. Damit dehnst du deine linke Gesäßhälfte. Einatmen, komm wieder nach oben zur Mitte und ausatmen, beug dich wieder nach vorne. Einatmen, wieder nach oben und ausatmen, nach vorne. Einatmen und noch einmal ausatmen. Dann bleibe hier, lass die Schultern ganz weich. Dein Kopf ist in Verlängerung von deinem Rücken. Mit dem nächsten Einatmen komm langsam wieder nach oben zur Mitte. Wechsel das Bein, bring nun das rechte Bein nach vorne. Zieh deine Wirbelsäule in die Länge, erde deine Sitzknochen, atme ein und wachse. Mit dem Ausatmen beug deinen Oberkörper wieder nach vorne. Einatmen, komm wieder zur Mitte zurück und ausatmen, beug deinen Oberkörper wieder nach vorne. Erinnere dich und denke dran, deine Rückenmuskulatur hinten zusammenzuziehen, jedes Mal, wenn du dich nach vorne beugst. Dein Kopf bleibt in Verlängerung vom Rücken. Atme ein und wachse nach oben in die Länge und ausatmen. Beug dich nach vorne. Noch einmal einatmen und ausatmen. Bleibe hier. Lass die Schultern ganz weich nach unten sinken. Spür die Länge in deinem Nacken. Und nimm die sanfte Dehnung in deine linken Gesäßhälfte wahr. Atme ein, komm nach oben und ausatmen, lösen. Jetzt hast du das Warm-up geschafft. Und jetzt können wir gleich mit dem Hauptteil für die Vorbeugen beginnen.
So, jetzt machen wir uns an unsere verkürzten Beinrückseiten ran und auch an die Muskulatur hier innen, in den Oberschenkelseiten. Und dazu leg dich auf deinen Rücken. Stell deine Beine zunächst einmal auf und spür erstmal die Auflageflächen von deinem Rücken, von deinen Schultern, von deinem Becken am Boden. Zieh langsam deinen rechten Oberschenkel zu dir ran und streck mit deinem nächsten Einatmen dein rechtes Bein langsam nach oben zur Decke aus. Nimm beide Hände und greif dein rechtes Bein. Lass deine Schultern ganz entspannt und lass vor allem dein Becken ganz bewusst in Richtung Matte sinken. Und wenn du das Gefühl hast, dass du ein bisschen mehr in die Dehnung gehen kannst, dann bring das rechte Bein ein wenig mehr in die Streckung. Aber spür ganz bewusst in deinen Körper rein, ob du wirklich das von der Dehnung her schaffst. Ansonsten bleib wirklich hier mit dem Bein angewinkelt. Schieb deine Ferse zur Decke und zieh die Zehen aktiv zu dir. Flex deinen Fuß. Wichtig ist, dass du wirklich in den Schultern ganz weich und entspannt bleibst. Dein Becken und dein Unterrücken liegen am Boden auf. Halte diese Position. Noch drei Atemzüge. Und stell mit deinem nächsten Ausatmen das rechte Bein wieder auf. Wenn du möchtest, spür kurz nach und nimm langsam deinen linken Oberschenkel an deinen Brustkorb ran. Atme ein und streck langsam das linke Bein nach oben zur Decke aus. Auch hier gilt, wenn du ein bisschen mehr in die Streckung gehen möchtest, dann streck das Bein ein wenig mehr aus oder lass es angewinkelt. Zieh die Zehen aktiv zu dir und schieb deine Fersen zur Decke. Versuch den Fuß wirklich aus deinem Fußgelenk heraus zu bewegen. Halte dein linkes Bein fest. Deine Schultern sinken in deine Matte hinein, genauso wie dein Becken und dein Unterrücken. Und dann atme hier wieder ganz bewusst durch deine Nase ein und aus. Mit dem nächsten Ausatmen stell dein linkes Bein wieder auf. Schließ deine Beine ganz eng. Jetzt kommen wir zu den Oberschenkelinnenseiten. Mit dem nächsten Ausatmen klapp deine Knie nach außen und leg deine Fußsohlen aneinander. Atme ein, heb die Arme über vorne nach oben an. Und mit dem nächsten Ausatmen leg die Arme nach hinten über Kopf am Boden ab. Zieh deine Fingerspitzen weit nach hinten und entspann den unteren Rücken. Auch wenn der Unterrücken vielleicht jetzt nicht ganz am Boden aufliegt, achte dennoch darauf, dass du nicht zu viel Spannung reingibst und wirklich hier im Rücken loslässt. Deine Knie fallen auch ganz weich nach außen. Dann spüre die Länge deinem gesamten Oberkörper und versuche wirklich mit jedem Ausatmen das Gewicht deine Knie nach außen fallen zu lassen. Halte hier noch zwei Atemzüge. Mit dem nächsten Ausatmen bring deine Knie wieder zusammen, die Beine hüftbreit geöffnet und die Arme seitlich neben dir. Bring deine Arme nach hinten und leg deine Hände an deinem Hinterkopf an. Heb mit dem nächsten Ausatmen Kopf und Schultern vom Boden ab, bis deine Lendenwirbelsäule fest am Boden aufliegt. Versuch so weit nach oben zu kommen, dass du eigentlich nur noch die untersten Kanten deiner Schulterblätter spürst. Die Ellbogen sind so geöffnet, dass du sie aus deinem Blickwinkel heraus sehen kannst.
Zieh die Schultern von den Ohren weg und versuche mit jedem Ausatmen deinen unteren Rücken in den Boden sinken zu lassen. Atme ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Wenn du kannst, halte noch 4 Atemzüge. Und dann nur langsam wieder Wirbel für Wirbel auf deinen Rücken ab. Lass die Hände ruhig hier am Hinterkopf. Bring deine Bauchdecke ein wenig in die Streckung. Und mit dem nächsten Ausatmen heb erneut Kopf und Schultern vom Boden ab. Bring deine Beine nacheinander nach oben in die Stufenposition und streck sie ein wenig nach oben zur Decke aus. Schließ deine Beine ganz eng und schieb deine Fersen weit nach oben zur Decke. Auch hier lässt du wieder ganz bewusst Becken und unteren Rücken in Richtung Matte sinken. Und dann versuche, dich wirklich auf deine Atmung zu konzentrieren. Atme ganz ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein- und aus. Und wenn du das Gefühl hast, du hast einen guten Tag heute und kannst ein bisschen mehr, dann versuch den Oberkörper etwas höher zu bringen, dass du eigentlich nur noch den Rücken hier spürst und die Schultern komplett vom Boden abgehoben sind. Und falls es dir passieren sollte, dass deine Beine jetzt hier zum Zittern anfangen, das ist am Anfang völlig normal, dann setz einfach wieder erneut ab und komm wieder in die Übung rein. Wenn du kannst, halte noch 4 Atemzüge. Und mit dem nächsten Ausatmen roll dich Wirbel für Wirbel auf deinen Rücken ab und zieh die Oberschenkel an deinen Brustkorb heran. Stell deine Beine auf und roll dich über die Seite nach oben zum Sitzen. Die nächste Übung heißt der geschlossene Winkelsitz. Und dazu leg deine Fußsohlen aneinander, so wie wir das vorhin im Liegen hatten. Genau dasselbe machst du jetzt hier im Sitzen. Leg deine Fußsohlen aneinander, greif hier deine Fußgelenke und zieh deine Wirbelsäule ganz lang nach oben. Schaff dir erstmal hier Raum und Platz. Wenn du die Arme nach oben ausstreckst, helfen sie dir, nochmal hier ein langes Gefühl zu bekommen. Das heißt, zieh deine Arme ganz lang nach oben. Mit dem Ausatmen beug dich ganz leicht nach vorne. Einatmen, wieder zur Mitte, ausatmen, nach vorne. Bei den Vorbeugen ist es ganz wichtig, dass du deinen Rücken gerade hältst und wirklich, wirklich gerade hältst. Und die Wirbelsäule lang, wenn du in eine Vorbeuge kommst, um zu vermeiden, dass du zu viel Druck auf deine Bandscheiben ausführst, indem du dich nach vorne beugst, dich nach vorne ziehst, die Rückenmuskulatur unter kompletter Spannung ist und dadurch einfach zu viel Druck auf deine Bandscheiben entsteht. Deshalb denke eher daran, dass du dich hier in eine Vorbeuge öffnen möchtest und die Rückenmuskulatur hinten zusammenziehst. Atme ein, wachse nach oben in die Länge, streck die Arme nochmal lang nach oben aus und mit dem Ausatmen beug deinen Oberkörper nach vorne und versuch den Brustkorb nach vorne zu schieben und die Rückenmuskulatur hinten zusammenzuziehen. Einatmen, wieder nach oben, ausatmen, nach vorne. Senk deine Arme ab, greif wieder deine Fußgelenke und schieb mit deinen Ellbogen deine Knie nach außen und nach unten. Heb dein Brustbein nach vorne oben an und bring die Schulterblätter nach hinten und zieh die Schultern nach unten. Lass den Kopf in Verlängerung. Mit jedem Ausatmen versuchst du ein bisschen mehr Gewicht von deinen Knien nach unten in Richtung Boden abzugeben. Komm mit dem nächsten Einatmen nach oben und öffne deine Beine nun
zu einer Grätsche nach außen, der geöffnete Winkelsitz. Stemm deine Fersen in den Boden oder in deine Matte, lass die Beine angewinkelt und bring deine Arme, deine Hände nach hinten. Deine Arme bilden hier deine Stütze, dass du deine Wirbelsäule und den Rücken wirklich gerade halten kannst. Atme ein, wachse wieder ganz bewusst nach oben und bleibe entweder in dieser Position oder, wenn du das Bedürfnis hast, ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen, kannst du mit dem nächsten Ausatmen deinen Oberkörper etwas nach vorne beugen. Einatmen, wieder zur Mitte. Ausatmen und nach vorne. Stemm deine Fersen fest in den Boden, schieb deine Fersen weg, zieh die Zehen aktiv zu dir und heb immer wieder bewusst dein Brustbein nach oben an. Einatmen, wieder zur Mitte, ausatmen. Dann bleibe hier in dieser Position. Entweder mit deinen Händen, mit deinen Fingerspitzen hinten abgestützt. Und wenn du ein Stückchen weiter gehen möchtest und ein bisschen mehr deine Rückenmuskulatur kräftigen möchtest, dann heb deine Arme über die Seite nach oben an. Dadurch kräftigst du mehr deine Schultermuskulatur und deine Rückenmuskulatur. Dann halte die Position hier. Entscheide für dich, wie du dich fühlst, ob du wirklich hier mit den Armen ausgestreckt üben möchtest oder die Hände hinter deinem Rücken. Mit dem nächsten Ausatmen löse langsam auf und bring die Beine zusammen. Für die nächste Übung setz dich nun längs auf deine Matte. Streck dein rechtes Bein aus und leg dein linkes Knie zur Seite ab. Versteck deine Zehen und deinen Fußballen unter deinen rechten Oberschenkel. Dein rechtes Bein ist ganz ausgestreckt und deine Nasenspitze befindet sich in einer Linie zu deinem rechten großen Zeh. Stütz dich mit beiden Händen hier ganz nah an deinem Rücken ab. Schieb deine rechte Ferse weit weg von dir. Heb dein Brustbein nach oben an und zieh deine Schulterblätter näher zueinander. So, es kann sein, dass du schon hier in dieser Position genügend Dehnung in deiner rechten Beinrückseite spürst. Dann bleibe einfach hier. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du ein bisschen weiter gehen kannst, dann beug deinen Oberkörper mehr nach vorne. Lass die Fingerspitzen entweder hier hinten oder bring eine Hand nach vorne oder beide Hände nach vorne. Erinnere dich daran, was ich gesagt habe, dass du hier hinten deine Rückenmuskulatur zusammenziehst, dein Brustbein nach oben zur Decke anhebst und deine Schultern unten lässt. Versuch deine Schultern in dieser Position wirklich zu entspannen. Oft ist es so, dass man in einer Position drin ist und dann plötzlich alles anspannt, alle Muskeln anspannt, was manchmal unnötig ist. Manche Muskeln wollen wir wirklich in einer Haltung ganz weich lassen. Und das gilt jetzt vor allem hier für deine Schultern. Du hast Länge in deiner Wirbelsäule, du hast Länge in deinem Rücken und dennoch versuchst du deine Schultern ganz weich zu lassen. Schieb mit jedem Ausatmen deine Ferse weg von dir. Zieh die Zehen aktiv zu dir. Dein Kopf ist in Verlängerung von deinem Rücken. Mit dem nächsten Einatmen bring deinen Oberkörper wieder zur Mitte zurück. Wir wechseln die Seite. Streck dein linkes Bein aus und versteck deine rechten Zehen und deinen rechten Fußballen unter deinen linken Oberschenkel. Schieb deine linke Ferse weg von dir und stütz dich zunächst einmal wieder ganz nah an deinem Rücken ab. Schieb deine Ferse weg von dir und zieh deine
linke Kniescheibe nach oben in Richtung Becken, sodass du das Gefühl hast, deine komplette Beinvorderseite wird ganz fest und aktiv. Das heißt, vom Gefühl her saugst du deine Muskeln an deine Knochen ran und deine Beinrückseite wird ganz lang. Bleibe zunächst einmal hier in der aufrechten Position. Entspann vor allem das rechte Bein. Das rechte Bein sollte ganz locker und entspannt sein. Das linke Bein ist aktiv. Und ich lasse es oft und gerne frei, wie du deine Atmung einsetzen möchtest. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass du mit deinem Einatmen deine Beinrückseite besser verlängern kannst, dann tu das mit deiner Einatmung. Wenn du das Gefühl hast, dass du deine Beinrückseite eher mit deinem Ausatmen verlängern kannst, dann mach das mit deiner Ausatmung. Geh nach vorne, wenn du ein Stückchen weit in die Übung gehen möchtest. Lass deine Schultern wieder ganz weich. Kopf in Verlängerung. Lass deine Atmung fließen. Ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Wachse mit jedem Einatmen nach oben und versuch wirklich, deinen gesamten Rücken in die Streckung zu bringen. Von unten ab bis nach oben zu deinem Scheitelpunkt. Komm mit dem nächsten Einatmen wieder nach oben zur Mitte. Winkel das linke Bein etwas an und streck das rechte Bein auch nach vorne aus. Schließ beide Beine ganz eng und winkel sie leicht an. Die Hände wieder ganz nah an deinem Rücken. Erde deine Sitzknochen. Das heißt, versuch wirklich deine Sitzknochen fest an den Boden zu saugen. Atme ein, wachse wieder hier nach oben in die Länge. Mit dem nächsten Einatmen heb beide Arme über vorne nach oben an. Zieh die Fingerspitzen lang nach oben zur Decke und schaff dir Raum und Platz im gesamten Oberkörper. Mit deinem nächsten Ausatmen beug deinen Oberkörper nach vorne. Mit dem Einatmen komm wieder zur Mitte zurück. Ausatmen und einatmen. Die Arme bleiben hier neben deinen Ohren fixiert. Ausatmen und einatmen. Letztes Mal. Ausatmen und hier bleiben. Bleib mit den Armen hier oben. Und wenn du das Gefühl hast, die Arme werden etwas müde, oder die Schultern, dann bring die Arme nach hinten und stütz dich wieder mit deinen Fingerspitzen hinten ab. Auch wenn du hier in dieser Position gerade verharrst, bedeutet es nicht, dass du nichts tust, sondern an kleinen Details arbeitest, dich in die Länge ziehst, die Schulter nach unten, das Brustbein nach oben anheben und deine Atmung fließt ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Mit dem nächsten Einatmen richte deinen Oberkörper wieder nach oben auf und löse langsam auf. Also, meine Beinrückseiten fühlen sich richtig lang an und lange Beinrückseiten sind sehr gut, vor allem wenn man einfach Verspannungen im unteren Rücken hat. Und ich hoffe, dass du dich genauso gut fühlst wie ich jetzt auch. In unserem heutigen Vorbeugenprogramm haben wir unsere Beinrückseiten wirklich gut gedehnt. Allerdings haben wir hier ein bisschen die Muskulatur in dem vorderen Bereich ein wenig gekürzt. Deshalb würde ich ganz gerne mit dir zum Schluss den Hüftbeuger ein bisschen dehnen. Dazu leg dich auf die Seite, leg deinen Kopf auf deinen Arm ab, greif deinen hinteren Fuß und zieh vorsichtig dein Knie nach hinten. Roll dein Becken ein wenig ein, um zu vermeiden, dass du zu stark in ein Hohlkreuz ausweichst. Dann bleibe hier, entspann deine Schulter und lass deine Atmung zur Ruhe kommen. Halte noch zwei Atemzüge. Lass
Löse langsam auf, komm über die Seite nach oben zum Sitzen und wechsle in die andere Richtung. Leg dich wieder mit deinem Kopf auf deinem Arm ab. Greif deinen Fuß und zieh vorsichtig und langsam dein Knie nach hinten. Roll dein Becken ein, entspann deine Schulter und atme wieder ganz ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Und dann löse langsam wieder auf und komm nach oben zum Sitzen. Vorbeugen lassen uns unsere Sinne ein wenig zurückziehen und zur Ruhe kommen. Ich fühle mich jetzt ganz entspannt und ich hoffe, dir geht's genauso und würde mich sehr freuen, dich bald in einem anderen Programm begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss! Deine Amina. Hat dir das Video gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn du unseren Channel abonnierst und damit verpasst du auch keine Folge von Yoga at Your Home.